Nächste Woche mach ich Nägel mit Köpfen und besorgen mir ein Mountainbike. Und ihr habt geschrieben, ja, hol dir einen Santa Cruz V10? Auf jeden Fall heftiges Fahrrad, aber warum V10? Hat er einen 10-Zylinder-Motor drin oder was? Aber was noch viel heftiger ist, ist der Preis. Von fast 10.000 auf 8.000 runtergesetzt. Aber sag mal, wenn ihr das Geld jetzt hättet, würdet ihr mit euren Freunden lieber in die Malediven fahren oder euch wirklich das Fahrrad für diesen Preis kaufen? Noch eine andere Frage, könnte ich mit diesem Bike zum Teil Tricks wie auf dem BMX-Rad machen?